meine lieben Fans von Miss Adrian Delaney. Seid mir ganz recht herzlich. Guten Tag. Wir haben letztes Mal festgestellt, die Scheune ist zu, kommen wir nicht rein. Da steht ein BMW. Wir können jetzt links gehen. Wir gehen mal hier links an dem schönen Auto vorbei. Weil in die Stadt will ich aktuell noch nicht. Ich will mich erstmal ganz in Ruhe hier auf dem Gelände umschauen. Okay. Dann mal hier weiter. Oh. Okay. Wir können gehen da rein. Machen wir. Okay. Die Stadt ist zu weit weg. Ich fahre lieber mit dem Auto. Okay. Das ist also der Eingang zur Villa, ne? Gut, dann gucken wir mal, wo wir hier noch weiter hinkommen. Gehen wir mal hier. Komm mal hier. Da kam da irgendwo weiter. Gehen wir mal hier. Wir in die Stadt fahren wir auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall in die Stadt. Aber wir gehen mal hier. Ach, ein bisschen Garten und Gemütlichkeit. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Das können wir hier. Wir können auch da. Wir gehen erstmal geradeaus. Eine schöne Brücke. Wir gehen über die Brücke. Kann man über die Brücke gehen? Ah ja, man kann. Ist das eine Gruft? Ich denke, wir sind hier mit Draculas durchgespielt. Adrian, was machen wir hier? Können wir da was machen? Ja, meistens guckt es. Da geht's weiter. Okay. Oh. Zu weit. Das wäre ein weiter Sprung. Das wäre ein weiter Sprung, sagt sie. Das ist okay. Mein Freund, der Baum. Mein Freund, der Baum ist tot. Können wir aber nichts mitmachen mit dem Baum. Gut, dann können wir hier noch irgendwas. Okay, wir gehen zurück. Liebe Leute, wir gehen zurück. Ja, gehen wir mal hier lang. Miss Delaney? Was ist das? Das will ich auch nochmal. Das komme ich da irgendwie. Ich komme da noch, komme ich weiter. Ah, okay. Ja, die Wege sind hier ein bisschen tricky. Das Ding ist auch wirklich wahnsinnig groß. Und das ist ja so, ne? Vom Allerfeinsten. Das ist. Kommen wir, wo kommen wir? Kommen wir hier? Kommen wir da? Kommen wir. Kommen da auf jeden Fall. Kommen wir weiter, ne? Ja, ich spiele so ein bisschen auf den großen Bild mit einem Auge auf die kleinen Bild, ne? Das ist alles Technik von die allerfeinsten Feinigkeit. So, pass mal auf. Was ist das? Ist das da? Okay. Was ist das denn? Ist das eine Harfe? Aber sie sagt gar nichts dazu. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Ah. Da ist eine gemütliche Parkbank. Da ist ein knochiger alter Baum. Komme ich hier lang? Es gibt ja tausend Wege, Freunde. Ach so, da sind wir reingekommen. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal hier lang. Okay. Wo kommen wir denn da rein? Kommen wir da wieder raus? Okay, ich verstehe. Selbst ich verstehe. Gut. Okay, dann. Ne? Wir sind ja letztens. Kommen wir hier rein? Hier müssten wir einfach nicht reinkommen, weil hier müssten wir jetzt eigentlich beim S. Oh, Moment. Adrian, geh nochmal. Genau. Hier kommen wir beim Esssaal rein, beziehungsweise raus, ne? Je nachdem, in welche Richtung wir gerade planen. Ne? So, okay, und sie steht jetzt wieder da, Schatz, dann bleibt mal bitte stehen. Das ist, wir gehen auch mal raus, weil ich glaube, die Holzscheide konnte man sich irgendwie anschauen, wenn ich das richtig, habe ich da richtig gesehen? Okay, Baby, Gottertür zu machen, da, war das hier anklickbar? Da war auf jeden Fall irgendwas noch gerade an, da. Was ist das? Ach, das ist das Gerät, okay. Mhm. Okay. Gut. Ja, das Gelände ist halt sehr weitläufig, ne? Und das heißt natürlich auch für uns, es gibt viel zu entdecken, was ich ja sehr gut finde, ne? Und wir gehen jetzt aber mal, würde ich vorschlagen. Küche, brauchen wir das in der Küche? In der Küche brauchen wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Ich weiß aber auch nicht so genau. Wie es ist halt ewig lange her. Was mich tatsächlich interessieren würde, kommen wir hin. Hier kommen wir auch nochmal hin. Waren wir hier überhaupt schon? Ah, okay, da ist das Ding. Mein Vorschlag zugute, wir fahren jetzt mal nach Nibblewurms Head. Okay,
Das heißt, wir taken jetzt unseren BMW, durch und fahren mal in die Stadt. Ne? Schauen mal, was da das Kaff so zu bieten hat. Mal gucken, ob sie es überhaupt schon macht. Sie macht es auch nicht immer. Das, was ich klicke, heißt es natürlich. Und wir fahren jetzt, meine Runde. Wir fahren jetzt nach Nipper Wormset, liebe Leute. Ne? Haben Sie Spaß in Nipper Wormset. Welcome. Ich sehe einen schönen Leuchtturm. Ach, das ist aber sehr idyllisch hier. Ne? Ich finde das schon echt. Also ich könnte da, das wäre schon... Ne? Ja, Baby. Okay, das Schild wird gar nicht angezeigt. Wir können dahin gehen, wir können dahin gehen. Wir gehen erstmal dahin. Kommen wir denn da? Gutes Hündchen. Gutes Hündchen. Braves Hündchen. Wenn der steht, ist ja so groß wie Adrian. Komm hier. Ich bin jetzt mal ganz kackendreißig an den Brief, der war anzuklicken. Kann ich doch nicht. Da konnte ich nicht zu, Freunde. Mr. Malcolm. Wormshadow. RD Nipper Wormset MA. Ist das MA ist Maryland oder was ist das? Was kann ich denn? Ja, ja. Das ist der arme Briefträger, der dich. Aber ich meine, er hat es überlebt. Sonst würde er wahrscheinlich schon irgendwelche Reste hängen, ne? Gutes Hündchen, braves Hündchen. Ah, bist ein feiner, bist ein ganz feiner. Wir gehen dann jetzt mal. Das ist. Okay, das war Malcolm irgendwas. Ich hab's vergessen. Das ist. Für unten habe ich Respekt. Sagen wir es mal so. Was ist das denn? Louis an Antiquitäten. Robert Tompkins Makler. Haben wir von dem das Haus gekauft? Dann makeln wir den Knaben aber noch. Wir gehen erstmal hier in Lou Anne's Antiquitäten. Also, das ist so ein kleines Kaffen-Antiquitätengeschäft. Ist zu? Gibt es da ein Schild oder so? Schild. Geschlossen. I think it's closed. Right. Gut. Makler? Der Makler denn da? Makeln wir uns eine Runde? Geöffnet. Ah, steht, das ist praktisch. Ne? Steht da, also ist es wahrscheinlich auf. Ne? Das ist. Okay. Hallo? Ah, ich erinnere mich. Hallo, ich erinnere hallo, mich. Hallo, junge Dame. Hallo. Na, was wollen Sie für mich tun? Ja, sind Sie Bob Tompkins? Na, also gestern war ich's noch. Ich erinnere mich. Mein Mann hat ein Haus von Ihnen gekauft. Schade, dass Sie einen Mann haben, Süße. Gut, nehmen Sie Platz. Ja, wie ist sein Name? Arschloch. Richtig. Bitte nochmal. Arschloch! Was war das? Gordon. Donald Gordon. Und sie heißt Adrian Delaney. Gordon. Gordon. Asshole fand Gibson, ich besser. Gelson, Gordon. Ah, Donald Gordon. Donald. Jawohl. Oh. Ihr seid die beiden, die den alten Karawasch-Besitz gekauft haben. Karawasch. Es heißt Karnowasch. Karnowasch. Hey, Ihr Mann ist doch dieser berühmte Fotograf, der für all diese Illustrierten arbeitet. Ja. Wenn du sagst. Er hat für ein paar Magazine gearbeitet. Im Moment arbeitet er an einem Projekt für Newsday. Newsday. Und Sie, junge Dame, schreiben doch sicher, nicht? Ja, ich bin Romanautorin. Romane? Was? Romane. Ja, was haben Sie denn geschrieben? Sagt Ihnen der Titel Blue Moon Rising was? Naja, nicht, dass ich wüsste. Wundert mich nicht. Blue Moon Rising. Naja, junge Dame, das ist dann wohl genug für heute. Außer Sie wollen noch was anderes. Blue Moon Rising. Blue Moon. Ja, das glaube ich gerne. Ja. Danke. You saw me standing alone. Okay, ich habe gar keine Angst. Natürlich willst du was, Baby. Hier, der ganzen Schlüssel. Wir kommen an diverse Türen nicht rein. Ich will Schlüssel. Was. Ja. Ja, du schmieriger, schleimiger Case. Sind Sie sicher, dass Sie uns alle Schlüssel gegeben haben?
Das sind ein paar verschlossene Türen. Ja, ja. Er hat alle Schlüssel von mir. Aber bitteschön, schauen Sie selbst. We do. Ja, ich erinnere, so ein schmieriger Schleimscheiße, den vergisst man nicht. Den habe ich das... Übrigens, ich glaube, deine Zigarre ist fake. Die brennt gar nicht, Kollege. So, pass mal auf. Wir haben bestimmt so einen Tittenkalender hier. Sieht auf jeden Fall so... Da gehen wir mal in seinen Aktenschrank. Ja, hier, Pin-Ups. Ich habe es auch gewusst. Es ist selbst dit. Schlüssel. Alle Schlüssel. Gordon. Ey! Ich konnte gar nichts machen. Ich wollte... Aha. Karnevalsbesitz. Alle Schlüssel, was? Und was ist das? Ein ziemlich großer Schlüssel. Verklagen Sie mich doch. Darf ich ihn verklagen? Adrian, ich möchte ihn... Die sind verheiratet oder... Ne, ich glaube, die sind noch gar nicht verheiratet, aber die sagt man, Mann, ich weiß, so ganz blicke ich da nicht durch. Sie heißt Adrian Delaney, er ist Donald Gordon. Und vielleicht haben sie ihren Namen behalten, weil sie Schriftstellerin, vielleicht ihr Pseudonym, ich weiß es. Irgendwas, das ist... Okay, der Typ ist doch nicht mehr aktiv. Was ist das? Der ist nicht mehr aktiv. Wir gucken uns alles anders an. Oh, was haben wir da? Adrian? Ach, sie testet nur wieder mal Canapés. Ich meine, sieht schön aus, muss ich sagen. Aber, okay, das könnte ich jetzt abbrechen. Aber ich finde das ganz gemütlich, so mal eine Runde sitzen, so im Spiel. Ne? Das muss, glaube ich, schon mal, kann man das... Was ist das? Ist das jetzt die Wassermaschine oder ist das der Papierkorb? Ah, sie zieht sich erstmal ein Wässerchen. Cool. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich sag vielleicht zu deutschem Wasser. Okay, also mit dem Wichser ist nicht mehr gut, mit dem netten Herrn ist nicht mehr gut. Das ist, wir gehen mal. So, hier noch irgendwas. Ne, hier, guck mal rein, das ist alles klar. So, okay, das heißt, das war geöffnet. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Ah, Schlüssel haben wir gekriegt. Wo kommen wir denn da lang, wenn wir da... Oh, Moment, hallo, da war einer, da war... Wir sind hier komischerweise zurück. Ich will da waren. War das ein Penner oder was war das? Oh. Ich komme da aber nicht dran. Okay. Na, wenn ich hier eh nicht dran komme, dann gehe ich mal. Wir machen mal einen Rundgang hier. Einen Nipper-Wormzett-Runde. Komm, ich den kann ich die anquatschen? Kann ich nicht. Oh, ein Hund. Der ist aber. Der sieht viel braver aus als der bei Melk. Hey, alter Junge. Hey. Braver Hund. Ja. Gutes Hundchen, ja, ja. Was haben wir denn hier? Angelzubehör und mehr oder was? Der Hund ist auf jeden Fall cool. Kann ich mit dir quatschen? Kann ich. Gemischtwarenladen. Ah, da kannst du gemischt. Gemischte Waren kaufen. Alles ist geschlossen. Wie spät ist denn wohl? Ist so. Ja, ich weiß nicht, aber. Der ist hier was am Boot am Kleister. Ne, das ist. Lassen Sie den Hund da einfach alleine liegen. Ist ja unglaublich, Freunde. Oh, das war schon der Rundgang. Moment, das will ich mal ganz kurz gucken. Da glaube ich noch. Hier, knipst mir ab. Oh. Kann ich mit dir reden? Nee. Ist immer noch. Wie, wenn ich komme, gehst du immer weg? Und was ist das für ein Scheiß? Okay, also das ist. Okay. Tompkins, kommen wir ja. Da können wir wahrscheinlich nicht mehr viel mitmachen. Aber gemischt waren. Dorn hat ja gesagt, wir sollen uns. Aber es ist geschlossen. Close. Wir sollen ihm Dry Cleaner kaufen, ne? Abschlussfrei. Oh. War der Pelle. Als dicht. Der Laden ist dicht. Der Hund liegt da ganz alleine mit dem Onkel hier und das ist auch schrecklich. So, na gut, okay. Fahren wir denn jetzt wieder zurück? Wir haben Geld, wir haben Karten. Okay, wir haben dann mal zumindest das Dorf mal gesehen. Nipper Wormsit, willkommen, ne? Welcome to Nipper Wormsit. Ich würde sehr gerne in den Leuchtturm mal rein, aber ich glaube, das können wir irgendwie nicht, ne? Das war alles dicht, ne? Aber das wird wahrscheinlich dann irgendwann mal alles geöffnet sein. Und der wupp dich setzt zurück. Knistert über den Sand, die Reifen knistern schön. Ja. Dann gehen wir mal wieder rein.
haben wir das Kaff zumindest mal gesehen. Ne? Wir sind ja noch einige Sachen, die wir noch regeln müssen und machen müssen und tun müssen. Das ist vom Allerfeinsten. Ne? Oh, da war über dem Gemälde, da waren, das habe ich noch gar nicht, da das... Wer hat angemacht, der Feuer? War der Feuer? Der Feuer war, glaube ich, schon, aber ich will den will ich sehen. Ist das Kanu? Karneval? Karnewasch? Oh, die Katze! Da liegt die Katze! Oh, ich will sofort... Was ist das? Zeitung, Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen. Ich sagte ja, George Sobot, von wegen Zeitung und Schlüssel durch die... Na, ich finde das Auge so cool. Hallo. Ich bin der mächtige Auge. Okay. Na gut, dann ist... das ist... Moment, hier zurück. Zurück. Katze. Oh, ich möchte sofort die Katze streicheln. Oh. Oh. Hi, Spaß. Spa? Oder wie heißt das? Hast du dich schon eingewöhnt? Mietzi? Oh, ich liebe Katzen, so eine Verschmusse. Aber der Hund, der war auch süß, muss man sagen. Also der Kleine, nicht der Große. Cool. So, was haben wir hier im Feuer? Können wir da nochmal stochern oder irgendwas gucken? Oder? Aha. Gut, dann mal hier lang. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Da war irgendeine Tür, die war zu. Und... Okay, können wir denn da den Schlüssel vielleicht gebrauchen? Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Okay, wir testen das mal hier so. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert. Ah, wenn das rot wird, glaube ich, dann funktioniert es, glaube ich. Okay. Den Schlüssel haben wir noch, das ist gut. Cool. Freunde, cool, wo sind wir denn hier gelandet? Wo auch immer wir gelandet sind, das werden wir in der nächsten Folge eruieren, wo wir hier gelandet sind. Ich sage es mal in diesem wunderschönen Zimmer. Vielen Dank fürs Zuschauen und vorbei, wie gehabt. In diesem Sinne, bin ich drin, Freunde, haltet die Wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45, Delaney.